Liebe Delegierte, ich grüße Sie herzlich zu diesem für uns alle, glaube ich, sehr ungewöhnlichen neuen Format. Kaum einer von uns hat sicher jemals mit einer vorab gefertigten, aufgenommenen Bewerbungsrede gearbeitet. Aber seit wann hätten sich Liberale jemals von Herausforderungen schrecken lassen? Ich grüße Sie hier heute aus Stuttgart, hier in meinem Heimatlandesverband Baden-Württemberg, wo übrigens vor ziemlich genau 45 Jahren die europäischen Liberalen, unsere liberale europäische Parteienfamilie, gegründet wurde. Ich habe mich in der nun heute ablaufenden Amtszeit des Bundesvorstandes vor allem in drei Bereichen engagiert. In der internationalen liberalen Parteiarbeit, in der Programmarbeit und in der Haushalts- und Finanzkommission unserer Bundespartei. Als Schatzmeister unseres Landesverbandes weiß ich, wie viel, unendlich viel Arbeit hinter den Kulissen in die Schatzmeisterei fließt. Unsere Kreis- und Ortsschatzmeister sorgen dafür, dass diese Partei gut und korrekt finanziert ist. Und deshalb sehe ich mich auch im Bundesvorstand als deren Sachwalter. Des Weiteren will ich mich, wie gesagt, für die programmatische Arbeit einbringen, wo ich sehr intensiv die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesvorstand und den Bundesfachausschüssen begleite und natürlich auch jetzt mit engagiert gearbeitet habe in der Erarbeitung des Bundestagswahlprogramms. Und last not least, die internationale Parteiarbeit, das spricht eigentlich für sich, denn Politik ist heute nicht mehr nur noch national. Wir brauchen immer auch europäische Mehrheiten. Also engagiere ich mich für belastbare, vertrauensvolle und verlässliche Kooperation mit unseren europäischen liberalen Partnern. Wenn auch Sie denken, dass diese drei Bereiche wichtig sind, auch im neuen Bundesvorstand, dann freue ich mich über Ihre Stimme für Michael Link. Herzlichen Dank.